Wie das wohl sein muss als Fußballprofi. Einmal am Tag Training, wenn's hochkommt, 2 Stunden. Danach Massagen, vielleicht nochmal in die Sauna und dann Feierabend. Soweit die Vorurteile, die Klischees und die schöne Welt der hochbezahlten Fußballstars. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im immer weiter aufgeblähten Spielplan für wirkliche Erholung kein Platz mehr ist. Gerade für die Nationalspieler aus den Topclubs, die 60 und mehr Pflichtspiele pro Saison bestreiten. Joachim Löw hat das erkannt und versucht für einen kleinen Ausgleich in der Work-Life-Balance seiner Spieler zu sorgen. Das war jetzt einfach auch mal eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, nach einigen englischen Wochen und nach dem Turnier eben auch im Sommer, dass der ein oder andere Spieler vielleicht einen Tag mehr braucht. Also ich habe auf einen Trainingstag verzichtet, aber die Mannschaft wird vorbereitet sein für das Spiel morgen, unabhängig von dem einen Tag. Ich glaube, dass jetzt in diesem Fall eher das Richtige und das Sinnvolle war, der Mannschaft einen Tag Pause zu geben, damit sie morgen auch richtig voller Energie ist. Die Nationalspieler ziehen durch die EM ihr Pensum schon seit Januar durch. Diejenigen, die in England spielen, sogar schon seit August 2015. Urlaub natürlich undenkbar im laufenden Spielbetrieb. Samstag, Mittwoch. In diesem Rhythmus schlägt das Fußballerherz. Wirkliches Abschalten unmöglich. Es ist definitiv ein schmaler Grat zwischen Regeneration und auch harter Arbeit. Viele kennen nur die Extreme, nur sich auszuruhen oder einfach nur wie ein Bekloppter zu arbeiten. Wenn man alle 2-3 Tage spielt in den Vereinen und nicht irgendwelche Freundschaftsspiele, sondern höchst anspruchsvolle Spiele in der Liga, im Pokal oder Champions League, dann wird man irgendwann auch mal müde und dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig. Gerade deshalb ist es für die Profis an der Belastungsgrenze wichtig, auch mal durchzuatmen. Denn der Druck wird in den kommenden Tagen sofort wieder steigen. Denn gegen Tschechien und Nordirland geht es um die Teilnahme an der WM in Russland. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen die 3 Punkte einfahren. Klar, die Mannschaft hat in den beiden Trainingseinheiten jetzt eigentlich auch einen guten, frischen Eindruck gemacht. Die Mannschaft wirkt auch sehr konzentriert vor diesen beiden Spielen. Die klare Vorgabe und die klare Zielsetzung heißt 6 Punkte in diesen beiden Spielen für uns.